Da sind wir jetzt in der französisch sprechenden Schweiz, können wir fast sagen. Hier hinten im Kanton Jura, in Saint-Toursin. Liebe Leute, ich kann euch viel über die Kirche erzählen, das eine oder andere. Aber von innen kann ich es euch nicht zeigen. Da kommst du nie rein, ist alles zu. Ja, noch, kann ich es euch leider nicht von innen zeigen. Jojo, also, so ist es halt. Es steht nie nichts, aber es ist halt so. Von einem so näheren Eremit, der vermutlich schon gelebt hat, ziemlich früh, 612. Bis 619 rum. Soll das gesehen sein? Wir sehen es schon. Da muss man stark laufen, wenn man hier offen will. Ich sehe hier eine Tür. Ich hoffe, die Tür ist nicht auch zu. Sonst kommen wir damit auch wieder nicht weiter. Wird vermutlich dann auch wieder zu sein. Schauen wir mal. Zu dem Kloster hier unten. Das ist erstmals 849 in einer Urkunde erwähnt worden. He? Ah nein, es geht weiter. He? Hier symbolisch liegt hier der Heilige drinnen. He? Ja, jetzt laufe ich einfach mal hier weiter. He? Bin wieder alles runter. Also fast alles. Weil so
angeschrieben ist nie, dass das irgendwo richtig Ruine, Schloss, Burg, Saint-Tour-Saint geht. He? Dort vorne ist am Schild gestanden Bahnhof. Ja, jetzt gehen wir mal schauen, laufen mal das Weg entlang. Vielleicht fährt es mir immer wieder links rauf. Ja, die sind ja bekanntlich oben, dass wir irgendwo da oben drauf sein. He? Ja, könnte noch sein. He? Da geht der Wanderweg rauf. He? Ja, dann nehmen wir den doch und gehen rauf. Dann kommen wir doch noch dazu. He? Vorne kann ich etwas entdecken. Ein Aussichtspunkt vermutlich. Sieht interessant aus. Jetzt steigen auf. Oh, jetzt noch so Grotten. He? Interessant. Oh, jetzt habe ich keine Taschenlampe mitgenommen. He? Und das habe ich nicht gedacht, es geht nicht weiter rein. Wobei ich sehe nicht wirklich, wie weit rein es geht. Jojo. Jo. Also ich würde doch einmal sagen, das sieht schon nach Ruinen aus hier. Die Aussicht haben wir jetzt von hier auch. Die kann ich euch jetzt auch zeigen. So wie in vielen Burgen von der Region Basel und weit um noch hier, haben die Bischöfe grosse Macht und nicht wollen, dass es andere Herren gibt mit selbstständigen Positionen. Und dort hinten habe ich heute gebadet. Also drängt man die auf irgendeine Art und Weise weg, damit das Land in den Besitz der Bischöfe übergehen kann. Das heisst, früher noch war es ganz normal, dass Bischöfe, sprich die Kirche, Leute einfach ihrem Eigentum enteignet und es an sich gerissen haben. Die Burg wechselt öfters den Besitzer, indem sie immer weiter verpfändet worden ist.
oben habt ihr wirklich eine tolle Aussicht. Das ist sicher einmal eine ganz gute Festung hier oben, um die ganze Sicht über das Tal zu haben. Wenn man überlegt, früher war die Brücke noch nicht dort, die Autobahn, Tunnel oder was das ist dort. Die haben sie auch noch nicht gehabt. Das ist auch erst seit den 80er Jahren der Anschluss mit der Autobahn irgendwie. He. Und das ganze Städtchen hier unten hat einen Haufen Häuserreihen. Ich weiss jetzt nicht genau welche, aber ich vermute, das sind die hinten rum, wo wir gegen die Tore gehen. Wir haben ja zwei Dörle. Wir haben auf der linken Seite, auf der rechten Seite, und also drei beziehungsweise, und vorne das über die Brücke rein. Und dort gibt es noch Hausreihen, die tatsächlich noch ziemlich alt sind. Ich habe dort schon ziemlich alte Sachen angeschrieben gesehen. Und 1618 bis 1648 war auch hier Krieg, oder? Das war der 30-jährige Krieg, wo man dem so schön sagt, oder? Das heisst, so eine Rekatholisierung hat dort stattgefunden. Das heisst wiederum, dass alle Reformierten haben müssen Katholiken werden, also man hat sie wollen umbekennen, oder? Und wegen dem hat man hier gekämpft und gekriegt. Jo. Und seit 1637 haben hier die Franzosen Saint-Toussaint besetzt. Jo. Ist interessant, das Ganze hier. Schön. Jetzt ist es nicht mehr so heiß, es ist Kieler. Es war ein schöner Tag hier. Wie ich schon gesagt habe, dort hinten Badeln. Bin ich auch noch vorher kurz drinnen gesehen, einmal zum Abkühlen. Den Film habe ich jetzt gerade im Anschluss gemacht an meine Velotour. Mache ich noch kurz schnell Werbung drin für meine Velo- und Wandervideoseiten und Filme, die ich mache. Da habe ich hier noch eine Route gefahren. Und dann habe ich gedacht, das muss ich mir nicht nehmen lassen. Nimmst noch ein paar andere Kleider mit. Für irgendetwas nimmst du ja Sachen mit, rumschleppst. Ja, und dann bist du dort abkühlen. Das habe ich nicht gefilmt, aber es viele Leute gehabt, das glaubt man nicht. He. Die haben das alles neu gemacht, sie haben gesehen, wie hell das aussieht. Das hat ja nichts mit der Geschichte zu tun, aber hat damit zu tun, dass hier hinten toll ist und etwas Gutes geht. Also es geht recht vorwärts hier, etwas wahnsinnig, wie hier gebaut wird. Die Baustelle, die ich euch ja gesagt habe, da unten, die haben sie in der ersten Etappe noch nicht gehabt, als ich hier war. Stimmt, erste Etappe, apropos, ja. Das gehört ja eigentlich ins Velo-Video. Ja, das ist dort drinnen dann. Okay, schauen wir mal, was ich sonst noch finde. Ich weiss, ich habe da noch etwas gesehen. Leicht steiniges in der anderen Richtung. Aber jetzt laufen wir hier noch ein bisschen rum und schauen, ob ich noch irgendetwas sehe. Weit geht es nicht mehr, der Fels ist da vorne dann fertig. Dort hinten unten ist der Eremit. Jetzt in der Zeit ist die Gedenkstätte noch jetzt. Ja, also, wenn ihr mitkommt, dann schauen wir noch, was es noch gibt. He? Coole Sache hier. Oh. Oh, da jetzt noch Stufen am Boden. Da jetzt noch Stufen am Boden. He? Hoi, hoi, hoi. Ist ja cool. Oh ja, da schau dir mal an. Da sehen wir tatsächlich noch Mauerreste.
1648. Nachdem der 30-jährige Krieg beendet war, ist Saint-Ursin wieder an den Bischof von Basel zurückgegeben worden. Wie ich vorher gesagt habe. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ich konnte euch etwas wieder zeigen, was wir hier in der Schweiz haben. Ja. Super, also bleibt dran. Vielen Dank und bis zum nächsten Film.